Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal was ganz anderes. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, vielleicht seid ihr auch genau deswegen hier. Ich bin Teil der Videowoche mit 6 weiteren ganz, ganz tollen YouTube-Mädels. Und wir haben uns zusammengetan, um euch jeden Tag ein besonderes Video zu einem bestimmten Thema zu geben. Und ich bin heute dran mit Foundations. Ich werde euch in diesem Video meine 10 liebsten Drogerie-Foundations zeigen. Ich habe ein richtiges Ranking erstellt. Welche ist Platz 10, welche ist Platz 1? Warum ist die auf Platz 4 und die auf Platz 7? Wie ist die Shade Range? Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Für welche Foundation würde ich mich entscheiden und für welche würdet ihr euch eventuell entscheiden? Da möchte ich euch so einen kleinen Guide geben. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Ich setze euch den Link zu den Mädels einmal unten in die Infobox. Da könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Sie machen den ähnlichen Content wie ich. Es geht viel um Drogerie, Make-up, Lifestyle. Ich habe alle abonniert. Just saying. Und deswegen habe ich mich super, super gefreut, als Cindy mich gefragt hat, ob ich Teil der Videowoche sein möchte. Und da habe ich natürlich gleich ja gesagt. Und bei Foundations, Freunde, wartet ab, was am Ende passiert. Irgendwie ist ja dieses Make-up auch entstanden. Bevor es losgeht, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Für euch ist es nur ein Klick, für mich ist es ganz, ganz wichtig und bedeutet mir die Welt. Vielleicht schaffen wir die 100.000 Abonnenten dieses Jahr auch noch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr zu Giacomo Army dazugehören würdet. Ich lade 3-mal die Woche hoch, falls ihr mich noch nicht kennt. Mindestens 3-mal, manchmal auch 4 oder 5-mal die Woche. Und es dreht sich hier zu 90% um Drogerie-Make-up. Ihr seht, ich bin schon ein bisschen fertig gemacht. Auch in diesem Video verlose ich wieder an die Aufmerksamen von euch ein kleines Extra-Paket. Das mache ich gerne einfach, weil ich extrem viel Make-up da habe, in Kisten schon verpackt. Und das würde ich gerne an euch abgeben. Zählt dafür einfach dieses Emoji, das zählt noch nicht mit, bis zum Ende. Und schreibt mir, wie ich euch kontaktieren kann und die Anzahl der Emojis in die Kommentare. Freunde, es geht direkt los mit meinen Foundation-Reviews. Ich habe auf meinem Kanal ja schon ultra, ultra viele Foundations getestet. Es macht mir auch ehrlich gesagt am meisten Spaß, weil ich es liebe zu sehen, wie ist die Textur, wie ist die Formulierung, wie fotografiert sich so eine Foundation und für wen würde ich welche Foundation empfehlen. Ich habe heute alle Foundations gemeinsam gemischt und das seht ihr am Ende und ja, da habe ich eine Meinung. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, dann wisst ihr, was ich da empfinde. Ich habe mein schlaues Notizbuch, ich bin richtig vorbereitet heute hier, ne? Richtig professional. Ich habe nämlich alles aufgeschrieben, was ich wissen muss und was ich euch gerne sagen möchte. Ich habe 10 Foundations rausgesucht und es war wirklich, wirklich schwer, sich zu begrenzen. Ich hätte sofort eine Foundation gehabt, die ich gesagt hätte, okay, Platz 1, wir brauchen nichts anderes mehr. Die gibt es leider nicht mehr. Das war die HD Liquid Radiance Foundation von Catrice. Ich habe dafür aber ein paar sehr, sehr gute Alternativen. Und ihr werdet auch sehen, jede Foundation, ich werde dazu sagen, ist eher für trockene, eher für ölige Haut. Vielleicht findet ihr durch dieses Video ja eure passende Foundation. Mich würde zu Beginn schon mal interessieren, welche deine liebste Foundation ist. Lass mich das doch gerne in den Kommentaren wissen. Platz 10 geht an die Revolution Conceal and Glow Foundation. Die ist verhältnismäßig neu dazugekommen. Ich würde sie für eine Haltbarkeit so 7 bis 10 Punkte geben. Die sieht schon schön aus. Die hat einen zarten Glow. Also ich hatte sie mir gekauft, weil ich dachte, das ist, du stehst auf und das ist einfach Glitzer im Gesicht. So richtig, richtig glowy. So fast schon Olivenöl. Ist sie nicht. Sie ist schon eher so für normale Haut, die eher so einen zarten Glow haben möchte. Nach ein paar Stunden, so nach 4 Stunden ungefähr, kommt die Foundation dann auch raus und sie hält dann auch ganz gut, verhältnismäßig. 7 von 10 Punkten, ich glaube, ihr werdet im Laufe des Videos verstehen, was ich mit den Zahlen meine. Die ist vegan und sie ist cruelty-free und was schön hier ist, da ist Vitamin C drin, Lotusblütenextrakt und die Shade Range der Foundation ist sehr, sehr gut. Ich glaube, es sind 20, 30 oder 40 Farben. Generell Revolution hat, was Complexion-Produkte angeht, eine sehr, sehr gute Shade Range. Die haben gut vorgelegt damals für eine Drogeriemarke. Die sieht schon schön aus. Ich benutze die ganz ehrlich meistens einfach, wenn ich sage, okay, ich habe mich jetzt schon 5-mal geschminkt. Ich möchte, dass es ein bisschen glowy aussieht. Ich möchte, dass es ein bisschen frisch aussieht. Dann nehme ich die. Es gibt eine Foundation und da bin ich sehr gespannt, was ihr zu meiner Meinung sagt. Denn da werde ich wahrscheinlich recht alleine mitstehen. Und zwar belegt Platz 9 die Maybelline Fit Me Luminous and Smooth Foundation. Ich weiß, dass sie ganz, ganz viele mögen. Vor allen Dingen Fotografen, vor allen Dingen Make-up-Artists. Ich sage euch auch warum und dafür mag ich sie auch. Ich liebe sie dafür. Die hat ein so weiches Finish, die ist so leuchtend und bei Fotografie geht es ja meistens um Licht. Eigentlich immer bei Beauty-Fotografie und die Hauttextur soll durchkommen.
Ich habe natürlich jetzt Puder im Gesicht, was so ein bisschen die Hauttextur diffust und man erkennt davon nichts mehr. Wenn ihr nur diese Foundation aufgebt, eine hauchdünne Schicht, dann gleicht ihr die Hautfarbe aus oder das Hautbild aus. Sie ist aber extrem glowy. Hier ist Lichtschutzfaktor 18 sogar mit drin. Für das, wofür ich sie benutze, wenn ich wirklich nur Fotos mache, wo es um Beauty-Shots geht, also um Augen, um Make-up geht. Die hat eine mittlere Deckkraft und die Shade Range hiervon ist gar nicht so schlecht. Ich finde den Preis, der ist auch okay. 30 Milliliter, da bin ich wirklich, da schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr zu dieser Foundation steht, weil das ist so, entweder du liebst sie oder du hasst sie. Ich habe ein ganz großes Problem mit dieser Foundation, wenn ich sie jeden Tag regelmäßig trage, ich kriege Pickel davon. Ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es an diesem Lichtschutzfaktor. Ich habe das nicht bei jeder Foundation. Ich vertrage eigentlich Sachen sehr, sehr gut, außer Lichtschutzfaktor. Und ich habe wirklich nur einen gefunden, der das bei mir, zwei, die das noch nicht getan haben. Platz 8 geht an die neue True Skin Foundation von Catrice. Wobei ich hier sagen muss, Platz 8 nicht, weil sie schlecht ist. Ich meine, das sind meine 10 liebsten Foundations. Ja? Und die ist nur Platz 8 von 10 von den Top-Favoriten. Da sind 30 Milliliter drin, kostet ungefähr 6,99 Euro. Hier ist Hyaluronsäure mit drin und Wassermelonenkernöl. Haltbarkeit kriegt sie definitiv eine 8 von 10. Und auch bei der Shade Range muss ich sagen, die ist schon für eine Drogerie-Marke sehr, sehr gut. Also, ich glaube, es sind 20 Farben. Vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger. Sehr, sehr gute Shade Range. Auch vor allen Dingen, und das finde ich ganz toll bei der Foundation, die Untertöne sind extrem gut. Also wir haben viele warme, wir haben viele kühle, wir haben etwas pink. Also da haben sie wirklich gut vorgelegt. Ich weiß, dass viele von euch die auch mögen. Die ist eher so ein bisschen matt am Anfang, finde ich. Und wenn man dann Puder raufgeht, dann ist sie auch wirklich gut für ölige Haut. Wenn ihr eine normale Haut habt, dann braucht ihr fast gar kein Puder, finde ich. Ich würde die Foundation auf jeden Fall so ein bisschen mit der neuen Gucci Foundation vergleichen. Von der Deckkraft her, vom Finish her, die ist noch ein Ticken matter als diese hier. Aber wenn ihr die abpudert, dann habt ihr hier genau 1 zu 1 fast dasselbe. Nur hier, die kostet 7 Euro und die 57. Und ab dann wurde es sehr, sehr schwer, fand ich. Und zwar, die ist recht neu, die nächste. Die ist auch von Catrice. Das ist die Clean ID Foundation. Die ist extrem neu. Die ist seit ein paar Tagen auch erst in der Drogerie angekommen. Ich habe dafür auch schon einen Test gemacht. Das ist die High Cover Luminous Matte Foundation. Freunde. Das ist so eine Sache, das verstehe ich nicht. Entweder etwas ist luminous oder etwas ist matt. Luminous matt ist wie ein bisschen schwanger. Entweder du bist es oder du bist es nicht. Die ist luminous matt angeblich, das ist nur glow. Auch die würde ich ähnlich setzen mit der von Maybelline. Das Schöne hier ist vegan, cruelty free. Ist diese hier nicht. Die Deckkraft ist sehr gut, finde ich. Besser als bei der Maybelline Foundation. Das Einzige, was ich hier habe, ist, die Shade Range ist eine riesengroße Katastrophe. Es gibt genau 3 Farben. Ich hoffe, dass da noch was nachkommt, weil sie ist sehr schön. Also das muss man sagen. Auf der Haut sieht sie sehr flawless aus. Betont keine Textur, wenn ihr sie nicht pudert. Fotografiert sich toll. Und vor allen Dingen sieht sie frisch aus. Die sieht wirklich aus wie Selleriesaft getrunken, Olivenöl und Hydra Facial gehabt. Das Einzige, sie hält nicht ganz so lange im Alltag, finde ich. Kann aber auch so ein bisschen immer an der Puderkombination liegen oder an der Creme, die ihr mit drunter habt. Also dafür kann ich noch nicht so eine lange Review geben. Wofür ich aber weiß, dass die auf jeden Fall gut ist, ist Fotos machen für Beauty-Shots und für, ja, wenn ihr einfach eine extrem trockene Haut habt und auch nicht so lange unbedingt jetzt 12 Stunden am Tag Make-up tragen müsst. Die nächste Foundation ist auch eine sehr, sehr günstige und die ist auch verhältnismäßig neu. Das ist die Pretty Natural Foundation mit Hyaluron und Aloe Vera. Die ist gar nicht so pretty natural. Sie ist sehr glowy, hat eine recht hohe Deckkraft, finde ich, für das, was ich eigentlich gedacht habe. Die Shade Range ist extrem gut für Essence. Also das habe ich glaube, das ist die beste Shade Range, die Essence je rausgebracht hat. Und das für den Preis, das ist schon wirklich beachtenswert. Also das muss man sagen. Und das Schöne bei der ist, wenn ihr beispielsweise eine Foundation habt, die euch zu trocken ist. Die Huda Beauty Foundation, die kostet ja fast 40 Euro. Die ist schon sehr, sehr matt. Dann mischt ihr einfach so ein bisschen von der Pretty Natural Foundation mit rein. Ihr gleicht so ein bisschen die Farbe aus, weil ich finde die Untertöne von der extrem gut. Und die Kombination aus den beiden, Freunde, ihr werdet es lieben. Das ist eher so eine Foundation für die Natural Kings und Queens. Preis-Leistungs-Verhältnis ist top. Ich glaube, jetzt wisst ihr, welche Foundation kommt, und zwar die HD Liquid Coverage Foundation von Catrice. Auch hier ist die Shade Range sehr, sehr gut. Haltbarkeit 10 von 10. Diese Foundation hat mich schon in vielen
Situation begleitet und sie sieht danach immer noch fantastisch aus. Die hat einen Second Skin Effekt. Ihr braucht dafür kein Puder. Sie sieht sehr, sehr deckend aus. Man sieht schon ein bisschen, dass man Foundation drauf hat, aber ich glaube, das sieht man bei mir eh immer. Das ist, ne, das ist so ein bisschen, da muss man immer so ein bisschen gucken, kann man das jetzt glauben, was der Alte da sagt oder nicht. Auch hier die Farbrange in der Drogerie ist nicht so gut. Online war sie, ja doch, würde ich dir eine 7 von 10 geben. Das Schöne hierbei ist, sie zeichnet so ein bisschen weich. Also wenn du Probleme hast mit öliger und texturierter Haut, könnte das eventuell die richtige Foundation für dich sein. Wir machen weiter mit der Infallible 24-Hour Fresh Wear Foundation. Contra, nicht cruelty-free, vegan weiß ich nicht, habe ich nicht rausfinden können, ist perfekt für den Sommer. Also das ist meine Go-To-Sommer-Foundation, weil sie so extrem leicht ist. Und also ich trage ja viel Make-up. Jeden Tag, Sommer wie Winter, morgens bis abends, früh bis spät. Du merkst hier nicht, dass du eine Foundation drauf hast. Du brauchst 2 Pumpstöße vielleicht maximal fürs ganze Gesicht. Und das ist so super fein und so super dünn. Also das ist wie so ein Hauch an Frische im Gesicht. Das ist richtige Foundation-Ads hier. Und mit dieser neuen Foundation hast du auf jeden Fall das Beste für den Sommer. Spaß beiseite. Sehr, sehr gute Foundation. Preis-Leistungs-Verhältnis für die Drogerie. Das ist schon eine der teureren in der Drogerie. Liegt, glaube ich, so bei 13 Euro ungefähr. Ist nicht vegan, cruelty-free. Aber sie ist für den Sommer sehr, sehr schön. Farbrange auch hier ist ganz gut. In der Drogerie ist das schon eine der, die auch wirklich auch dunkle Farben mit haben. Ich meine, bei DM, bei der großen Theke, stehen da bestimmt 10 oder 12 verschiedene Farben. Was schon immer noch nicht gut ist, aber im Vergleich zu dem, was jetzt gleich kommt, gar nicht schlecht. Und jetzt die Top 3. Und das fiel mir so unglaublich schwer, hier die richtigen Foundations zu finden. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch diese Foundations auch so lieben. Ich habe mit Platz 1 so einen klitzekleinen Hype damals ausgelöst und möchte aber erst zu Platz 3 kommen. Und die Wet n Wild Dewy Foundation, die ist, ja, also ich würde die gleichsetzen mit der normalen Wet n Wild Foundation Photo Focus. Das Schöne ist, wenn ihr fotografiert werdet, nicht was Beauty-Fotografie angeht, ihr seht extrem ebenmäßig aus. Also da merkt man schon, dass der Fokus hier auf Fotografie und Fotos liegt. Ihr habt kein Flashback, ihr habt kein Kickback. Diese hier ist recht dewy, es gibt sie auch noch in Normatt. Beide zusammen funktionieren auch sehr, sehr gut. Die Deckkraft, muss ich sagen, ist schon ziemlich hoch für eine dewy Foundation. Mittlerweile hat sich das aber auch so ein bisschen geändert. Und die Farbrange, naja, also das, was ich gesehen habe, ist eher so eine 5. Wahrscheinlich ist es in Amerika nochmal ein bisschen anders. Eine gute Foundation, aber da kann ich nicht so viel zu sagen. Die nächste Foundation ist recht neu für mich und das ist die e.l.f. Flawless Foundation. Da steht nicht so wirklich drauf. Ich habe die in der Farbe Buff und die ist ölfrei und hat 15 Lichtschutzfaktor mit drin. Die Haltbarkeit ist gut, 7 von 10 würde ich sagen. Die Shade Range ist auch eine solide 9 von 10, muss man wirklich sagen. Und sie ist vegan und cruelty-free und sie sieht wunderschön im Alltag aus. Also auch bei Fotos oder in Videos, wenn man sich nicht abpudern würde, sieht die schön aus. Aber viel, viel wichtiger finde ich, wie sie im Alltag ist. Und auch mit Maske im Moment, die hält da schon ziemlich gut aus. Recht günstig, verhältnismäßig, aber dann wieder verhältnismäßig teuer, weil hier sind nur 20 Milliliter drin. Das ist mir auch gar nicht so bewusst geworden, aber als ich dann die Foundations mal verglichen habe, ist mir das dann auch geworden. Da dachte ich so, Mensch, 20 ist aber auch wirklich, ja. Puh. Kommen wir zu Platz 1 und ich habe damals, wie gesagt, so einen klitzekleinen Hype ausgelöst, denn ich habe diese Foundation wirklich nur per Zufall gefunden. Es gab keine Werbung dazu, ich war bei Rossmann, bin an meiner liebsten Rival de Loup, Rival Loves Me Theke vorbeigelaufen und dann kam das Schätzchen hier. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich mich täusche. Aber ich glaube, dass das die beste Foundation 2020, 2021 ist. Für 3,99 €. Habt ihr ein wirkliches High-End-Finish. Glowy, sie ist aber nicht ölig. Sie ist frisch, ist gut für normale bis trockene Haut, vegan und cruelty-free und sie hat ein wunderschönes Finish. Das ist die Foundation. Wenn irgendetwas nicht funktioniert, sei es die Super Stay, die war schon gut, ist im Alltag für mich im Moment aber ein bisschen zu trocken, 3 Tropfen hiervon rein. Boom, mega. Ich schwöre euch, wenn ihr das nächste Mal in die Drogerie geht, holt euch diese Foundation. Die ist parfümiert, das muss man dazu sagen. Ich mag den Duft sehr gerne. Und der Kreis der Möglichkeiten schrumpft ganz schön. Die Shade Range ist eine riesengroße Katastrophe. Es gibt 3 Farben und alle Farben sind fast gleich. Also das ist, ich würde theoretisch alle 3 Farben tragen. Farbe 1, 2, 3.
Mehr gibt es nicht. Das ist ganz, ganz schlimm, aber für 3,99 Euro, wenn du eine der Glücklichen sein kannst, die diese Foundation von der Farbe her tragen kann, try it, du wirst es lieben. Das waren meine Top 10 Foundations. Ich bin super gespannt, welche eure liebste Foundation ist und ob ihr mir mehr oder weniger zustimmen würdet. Wir machen jetzt direkt weiter mit der Franken Foundation und ich bin so gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. So, ihr seid super schön nah dran. Ihr könnt mir jetzt gerne einmal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch eine von den Foundation als euren Favoriten habt. Und wie schon versprochen, werden wir jetzt alle Foundations miteinander mischen. Ich habe so ein Video schon mal gemacht. Schau mal, ob ich es finde für euch. Damals war das sehr, sehr gut. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin der König der nicht passenden Foundations. Ich habe ein ganz großes Problem damit, meine perfekte Farbe zu finden. Allerdings habe ich festgestellt, dass wenn ich einfach alles zusammenmische, ich dem Color Match schon recht nahe komme. Ich habe hier ein kleines Schälchen vorbereitet und wir werden mischen. Das Ganze ist natürlich rein investigativer Make-up-Journalismus. Ich werde die Foundation weiter benutzen. Ich mache mir dann ein bisschen Folie drüber, beziehungsweise so, ich habe so ein Bienenwachsblatt, vielleicht funktioniert das auch. Und dann kann ich die morgen und übermorgen und wahrscheinlich die nächsten 4 Wochen noch hier raus benutzen. Okay, wir fangen an. Essence Pretty Natural. Ich gebe immer nur so ein kleines bisschen rein. True Skin Infallible Pyaluron Make-up. Die ist sehr, sehr hell. Die Elf Foundation. Ich bin wirklich gespannt, wie das Ganze mit den Foundations funktioniert. Ich hatte das, wie gesagt, schon mal gemacht. Allerdings hatte ich da, glaube ich, alle Foundations, die ich habe, gemischt. Nicht nur meine Favoriten. Und damals war das schon sehr, 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 sehr gut. Deswegen könnte es sein, dass wir jetzt hier die optimale Franken Foundation erzeugen. Ich möchte dann wahrscheinlich nur noch diese tragen. Okay, es ist doch wesentlich mehr als gedacht. Extrem flüssig. Und wir mischen das Ganze jetzt einmal. Ich habe hier einen Pinsel. Richtiger ASMR-Moment. Okay, die Foundation ist einmal gemischt. Farbe sieht ziemlich spannend aus. Das ist so eine Mischung aus, naja, offensichtlich allen Farben. So ein bisschen rosé, ein bisschen gelblich. Könnte auch ein bisschen dunkel sein. Was glaubt ihr? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare, wie viel Color Match wir heute haben. Ich nehme mal hier wieder weg, dass wir eine halbe Seite machen können. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich jetzt hier aussehe, als hätte ich, weiß ich nicht, als wäre ich gerade aus dem jungen Brunnen gehüpft und man würde nie sehen, dass ich Foundation trage. Guess what? Wir tragen Foundation. Und zwar 10 verschiedene gleichzeitig. Und farblich finde ich es jetzt gar nicht so auf, oder? Ihr seid einmal extrem nah dran. Näher geht es nicht. Also, wir haben einen, ich schaue mal mit dem Spiegel hier. Sehr, sehr zarten Glow. Sehr fein, sehr subtil. Trotzdem so, dass es aussieht, als wäre es noch mehr oder weniger Haut. Was sagt ihr? Wie findet ihr die Textur? Ich habe hier noch überall Wimpernkleber drin. Ich muss sagen, die sieht so vom Finish her aus wie ein bisschen wie die Dior Forever Skin Glow Foundation oder die Charlotte Tilbury Foundation. Wir haben nicht viel Foundation benutzt, verhältnismäßig zu sonst. Haben aber eine sehr, sehr ebenmäßige Deckkraft bekommen. Es ist alles abgedeckt und ich bin gespannt, wie es abgepudert aussieht. Und das ist einmal das fertige Ergebnis. Wie gefällt es euch? Ich bin ehrlich gesagt mega begeistert von der Deckkraft, von dem Finish auf der Haut. Es sieht sehr, sehr weich aus und ich denke mal so in 2-3 Stunden wird auch der Glow dann durchkommen. Ich freue mich so, so. Ich liebe sowas, Freunde. Ich würde am liebsten jeden Tag alles zusammenmischen und schauen, dass es alles irgendwie passt. Und mir macht Spaß. Probiert es doch selber einmal gerne aus. Ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart. Schaut unbedingt bei den lieben Mädels vorbei. Ich setze euch deren Kanal-Infos einmal unten in die Infobox und ich werde jedes Video von den Mädels posten. Ich bin gespannt, wie viele kleine Emojis ihr zählen konntet. Schreibt mir die Anzahl gerne in die Kommentare und wie ich euch erreichen kann. Und dann sehen wir uns bei einem neuen Video hier in 2 Tagen wieder. Passt auf euch auf!